Ein Infovideo zu Panzer Corps 2. Und zwar, die DLCs kommen raus. Ja, ist jetzt offiziell. Ich hab schon die ganze Zeit das mitbekommen halt auch, aber ich habe jetzt gewartet, dass es jetzt endlich offiziell wird. Es ist jetzt offiziell, denn es gibt auch einige Änderungen halt auch. Und das gehen wir jetzt halt auch hier mal durch. Und dann zeige ich euch jetzt mal hier und hoffe, dass das Ding auch jetzt hier aufgeht. Ach komm, ich hab mich doch mit uns hier links zu versetzen. Das ist nicht dein Ernst. Okay. So, also Panzer Corps 2. Nachdem das Standard, also das Standardspiel ja jetzt draußen ist, viele es jetzt auch gespielt haben halt auch. Kommt jetzt nach lang, dass die groß erwartete DLC-Reihe, Grand-Kampagne, große Kampagne, wie ihr sie auch immer gerne nennen mag, spielt ja keine Rolle. Das erste kommt raus am 16. Juli. Ja, für alle. Das heißt, am 16. Juli können alle es zocken. Wer die Field Marshal Edition hat, und zwar diese Field Marshal Edition beinhaltet ja, dass man die ersten zwei DLCs schon drin hatte, doch beinhaltet ja auch diese Zusatzpack von Sounds, von Musik, von Camouflage und ja, ihr wisst ja alles, was da doch ist, hat auch. Wer diese Edition schon vorher gekauft hat, hat auch, der darf das Spiel aber schon am 9. Juli starten halt auch. Also 7 Tage früher als alle anderen. Was ich richtig geil finde, dass man wirklich mal belohnt wird, wenn man mal ein Produkt vielleicht ein bisschen früher kauft halt auch oder so. Halt auch mal ein bisschen Vertrauen reinlegt. Finde ich sehr, sehr gut. Und es wird 2 DLCs geben. Ich komme aber erst zu dem ersten und zwar das am 16. beziehungsweise für die Field Marshal die Field Marshal Edition haben, am 9. Juli startet. Also dieses verdammte Juli und Juni, ne, das macht mich gaga. Das ist echt ätzend. Das ist also Juli. Halt auch. Auch weil hier, das stimmt nämlich nicht. Aber das ist wieder ein, lass mal so. Okay. Was wird das erste DLC beinhalten? Das erste DLC wird nicht sein, dass wir direkt nach dem Polenfeldzug beginnen. Nein, das erste DLC wird es rein um den spanischen Bürgerkrieg von Franco und den Kommunisten halt auch. Also der spanische Bürgerkrieg halt auch. Auch der, wo nicht so in allzu vielen Spielen Bewandtnis halt wohl auch hat halt auch. Also in manchen schon natürlich, klar, aber nicht so, hat nicht so die Beachtung. Anscheinend hat man jetzt hier, gibt mir jetzt hier einen anderen Weg und zwar will man jetzt hier halt auch mal so Schlachtfelder auch in den Fokus legen, die wo nicht so im Fokus stehen halt bei den normalen Spielen halt auch, ja. Wir können ja immer die Standardschlacht, Schlachtfelder halt auch, aber hier will man das halt auch nicht. Das heißt, erste Kampagne, beziehungsweise erstes DLC wird den spanischen Bürgerkrieg beinhalten. Das zweite wird man wohl nicht nach Polen direkt gehen halt auch, wenn ich das auch so richtig mitbekommen habe, sondern man wird 39 wohl gehen, aber zwar in dem Monat März wird man wohl starten und das ist ja dann sozusagen die Annexion der Tschechoslowakei halt auch, also der restlichen Tschechoslowakei halt auch, nachdem man ja vorher den sogenannten, ich weiß nicht mehr, wie dieser Pakt da heißt, ist also die Annexion des Sudetenlandes da halt auch vertraglich halt auch von den Alliierten bekommen hat halt auch. Ja, und hier wird wohl dann, wo diese Dinge halt auch wohl thematisiert und wo ein bisschen genauer drauf eingegangen. Anscheinend wird auch noch auf was es drauf eingegangen hat auch, dass man halt auch weiß, woher kommen eigentlich diese Panzer 35T und die 38T. Tschechische Panzer hier, wo war es, wo habe ich das gelesen? Hier, genau. Da will man wohl halt auch ein bisschen mehr drauf eingehen halt auch, auch um halt auch so die Geschichte halt auch wohl hier ein bisschen mehr halt auch in dieser Hinsicht halt auch zu fokussieren, damit der Spiel halt auch weiß, warum habe ich so einen Panzer jetzt schon oder warum habe ich den bekommen halt auch, weil das ja tschechische Panzer bzw. tschechische Produktion halt auch sind. Das wird auch ein DLC sein, wie das da weitergeht, das weiß ich jetzt noch nicht halt auch, aber das wird dann starten offiziell am 27. August. Und wer die Field Marshal Edition hier hat, der startet ebenfalls 7 Tage früher und dann am 20. August wird er dann dieses Spiel schon spielen dürfen, was ich auch sehr super und genial finde. Hat auf jeden Fall etwas, ja Leute, kurz und knapp gesagt halt auch, die Grand-Kampagne kommt jetzt endlich, wunderbar halt auch, ich meine, da haben viel drauf gewartet halt auch. Auch und ist auch das, was wir alle halt auch uns erhofft hatten, dass sie das halt auch machen halt auch. Ich bin davon auch erstmal ausgegangen, dass sie vielleicht sogar eine Alliierten-Kampagne vielleicht machen oder so, aber nee, sie werden wohl, haben sich auf diese Grand-Kampagne gesetzt, finde ich sehr gut und haben halt auch vor, bei dieser Grand-Kampagne so ein bisschen andere Wege zu gehen. Da soll noch im Heldensystem ein bisschen was geändert werden, halt auch die KI soll wohl ein bisschen
schlauer werden. Naja, da habe ich so meine Bedenken, aber kann ja sein halt auch. Aber es soll halt wohl einiges halt auch geändert werden, auch so an den Schlachtfeldern. Historische holt man natürlich, kommen natürlich rein, ist ja klar. Aber man will halt auch so andere Schlachtfelder, die wo halt man nicht vielleicht so kennt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Gut, Leute, wir haben jetzt kurz den Kragen gesprochen. Das war's. Erstmal von diesem Infovideo. Am 9. Juni startet das. Das werde ich auf jeden Fall am 9. Juni starten. Da freue ich mich tierisch drauf. Halt auch. Auch, also wenn da jetzt wirklich am 9. Juli. Ey, Leute, das ist doch zum Mäusemelken mit diesem verdammten Juni und Juli. Okay. Also am 9. Juli startet es für die Leute von der Figma-Station. Und da werde ich halt auf jeden Fall dabei sein. Da kann man es runterladen, installieren und kann halt auch schon loslegen. Freue ich mich tierisch drauf. Wenn nichts dazwischen kommt, irgendwas, man weiß es ja nie, werde ich das halt auch starten. Vielleicht streame ich das sogar dann halt auch schon am 9. Juli. Das muss ich dann aber gucken, das weiß ich noch nicht halt auch. Ich muss halt noch gucken, wie das halt auch zeitlich dann halt auch passt. Ob ich Zeit habe, ist halt auch wieder ein ganz anderes Thema halt auch, weil oft kommen, oft passieren Dinge, mit denen rechnet man nicht. Das habe ich jetzt schon so oft die letzten Tage, muss ich ganz sagen, die letzten Tage war, kamen Dinge zusammen, wo ich nicht auf dem Schirm hatte, noch nicht mal im Ansatz, ja, wo plötzlich Dinge da macht das und das, dann kam das dahin, plötzlich lernst du da jemanden, lernst du da jemanden kennen, wo du nicht auf dem Schirm hast und also Dinge, also deswegen, also so dieses Planen, sollte man sich nicht immer so groß darauf spezialisieren, das, ich versuche es, aber ja, es geht meistens immer schief. Ist so. Gut, Leute. Das war ein kurzes Infovideo, auch wenn es ein bisschen jetzt wieder in die Länge gezogen ist, aber zu Panzer Corps 2, zu der großen Kampagne, die wohl jetzt starten wird. Und ich wünsche euch dann allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns ja dann vielleicht bei der großen Kampagne. Bis dann und ciao, ciao.